Jeder, zumindest in meinem Alter oder ein bisschen älter, kennt vermutlich den Spruch: Meh, das Internet setzt sich sowieso nicht durch. Tatsächlich war das am Anfang so noch ernst gemeint und von vielen sowohl seriösen Nachrichten und sogar von großen Persönlichkeiten so formuliert. Erinnert man sich da sogar noch an die Merkel, die das auch mal Internet als Neuland noch in jüngster Vergangenheit so formuliert hat. Dann wurde es mehr und mehr zur Überraschung, sage ich mal in Anführungsstrichchen, und dann tatsächlich eher als Witz und mit Ironie genutzt. Und dann, wie gesagt, bis zuletzt sogar noch die Merkel Internet als Neuland bezeichnet hat und das noch vor wenigen Jahren tatsächlich, obwohl das Internet schon lange hier war. Und exakt dasselbe passiert aktuell mit Bitcoin. Das glaubst du nicht? Dann lass mich dir heute unbedingt ein paar augenöffnende Dinge zeigen. Ich selbst bin mittlerweile seit über 8 Jahren in diesem Markt unterwegs und ich war tatsächlich noch nie so extrem positiv gestimmt wie jetzt aktuell. Jetzt werde ich dir ein paar Beispiele von uns Early Adoptern zeigen, die dir hoffentlich die Augen öffnen werden, wie groß dieser Markt bald werden wird und welch immenses Potenzial er hat. Keine Meinungen, sondern Fakten. All diese wichtigen Fakten, die ich jetzt über die letzten Jahre gesammelt habe, sodass die es nicht machen muss. Und ich hoffe wirklich sehr, dass du damit dein nötiges Bewusstsein wirklich dafür schärfst und dort eben investierst, falls du das nicht schon bist. Denn wir sind aktuell nur noch ganz, ganz kurz davor, bevor alles explodieren wird. Im positiven Sinne natürlich. Falls du übrigens dabei Hilfe brauchst, es gibt eine Community auf school.com, die mit dem Namen Finanzielle Freiheit erreichen. Aktuell noch kostenlos. Komm einfach mal rein, teste, stell Fragen, stell dich vor und dann guckst du mal, wie du damit reinstarten kannst. Denn stell dir mal vor, du investierst jetzt, wie vor 20 Jahren, in Internetaktien, in Firmen wie Google, Facebook, Amazon und Co. Jetzt ist genau diese Chance angekommen. Ja, wie bin ich überhaupt zu diesem Thema gekommen? Ich habe hier bei einem der auf Twitter, tatsächlich mittlerweile heißt er x.com, einen Post gesehen, den ich ganz spannend fand und was ich auch immer mal wieder wiederhole, dass wir tatsächlich jetzt am Anfang dieser Ära sind von Kryptowährungen erst. Internet natürlich jetzt schon eigentlich fast jeder nutzt auf der ganzen Welt. Bitcoin eben noch nicht und Kryptowährung eben noch nicht. Und da ist mir eben dieser Post ganz besonders ins Auge gefallen, der eine Zeitungsanzeige aus Dezember 5 von 2000 zeigt. Und 2000 war das Internet ja tatsächlich schon halbwegs angekommen. Und selbst da meinten die noch: Internet may be just a passing fad as millions give up on it. Er schreibt hier tatsächlich drunter: der Krypto-Ass, Bitcoin is just a fad. Was so viel bedeutet wie Bitcoin ist just so ein Ding, was kurz da ist, ein kleiner Trend und dann ist wieder weg ist. Und ich glaube daran eben nicht. Denn wenn man sich so Sachen anguckt wie dieses Bild, Bitcoin versus Internet Adoption, dann siehst du erstmal, dass Bitcoin-Users viel schneller adoptet worden bisher, aber wir immer noch ganz, ganz am Anfang sind. Also wenn du jetzt überlegst, wo wir, und hier die Skala geht da bis 2005 bei Internet und wir sind hier schon bei 2005 bei über 1 Milliarde Nutzern. Ich glaube, wir sind jetzt schon mittlerweile bei 3-4 Milliarden Nutzern, weiß ich jetzt aber nicht ganz exakt, aber ist ja auch für diese Darstellung erstmal völlig egal, denn du kannst dir jetzt mal angucken, die Internet-Adoption bzw. die Bitcoin-Adoption geht jetzt viel schneller tatsächlich und die wird jetzt anfangen, tatsächlich exponentiell zu werden. Und das bedeutet natürlich auch für den Bitcoin, aber auch für den Kryptopreis generell, für Kryptoprojekte, dass wir hier ein extremes Wachstum die nächsten Wochen und Monate sehen werden. Und auch er sagt, ja, Vivek hier, übrigens ein cooler Account, den man auch mal folgen kann, Bitcoin is growing faster than the Internet. Und jetzt werde ich einfach mal wirklich ganz wahllos ein paar Posts durchgehen, die ich einfach in letzter Zeit sehr, sehr wichtig und spannend fand, um genau so eine Conviction, genau so eine Überzeugung von diesem Markt zu bilden, wie ich sie habe, über die letzten Jahre gebildet habe. Und ich hoffe dir, dass einfach schneller mitgeben zu können, weil wenn du jetzt noch 8 Jahre wartest, so wie ich es quasi machen würde, dann wäre das natürlich ungünstig. Deswegen jetzt mal der nächste Post hier von Bitcoin Magazine: Breaking: China announces multiple rate cuts just after the Fed cuts rate. Also die Zentralbanken werden jetzt wieder die Zinsen senken. Was bedeutet? Geld wird billiger. Und was hat das Bedeutung? Dass Leute mehr und mehr wieder investieren werden. Das machen ja Länder genau aus diesen Gründen. Und was das natürlich bedeutet, we know what happens next, ist natürlich, dass Geld wieder in natürlich Assets fließt, wie Real Estate, also Immobilien, aber vor allem auch, was wir in den letzten Jahren immer gesehen haben in den Zyklen, auch in Bitcoin und natürlich auch andere Kryptowährungen, was natürlich als nächstes kommt. Hier mal ein ganz witziger Post zwischendrin: Bitcoin keeps stacking, ist, glaube ich, auf dem Times Square oder Wall Street oder irgendwo. Ja, hier steht Times Square. Finally, the world is waking up to Bitcoin. Auch ganz spannend tatsächlich, wenn es in so einem großen Szenarien schon jetzt Aufmerksamkeit erreicht, dann wissen wir natürlich auch, was als nächstes passieren wird. Dann News wie das hier vom Carl Chassis, der herausgefunden hat, dass BlackRock sagt, dass 85% Bitcoin-Allokation, also in deinem Portfolio, tatsächlich eine gute Sache ist oder tatsächlich empfehlenswert ist. Ich würde sagen, mit ist vielleicht ein bisschen viel. Ich würde es noch ein bisschen anders mischen, aber dazu mehr in der School-Community, wie wir normales, vernünftiges, finanzielle Freiheit und Cashflow-Portfolio aufsetzen, diskutieren wir genau da. Aber das ist natürlich auch wieder, wenn so eine große Investmentagentur, sage ich mal, oder Investmentfirma, ich glaube, das ist sogar die größte, das rät, dann wissen wir natürlich auch, was als nächstes passiert. Ein ganz spannender Post fand ich hier vom Vivek wieder: MicroStrategy has purchased. Also MicroStrategy hat über die letzten Jahre, in den letzten 4 Jahren, 40 Mal Bitcoin gekauft tatsächlich und zu unwahrscheinlich anderen Zeitpunkten. Also teilweise hier auch fast auf den Hochs, was völlig egal ist, weil im Mittel, steht hier glaube ich irgendwo, sind sie jetzt immer noch 50% drüber, also über den Wert. Und die sind über 60% sogar hoch über den Preis im Mittel. Aber was das natürlich noch bedeutet, dass eine Firma wie MicroStrategy, MicroStrategy hier wirklich so eine innige, eine wirklich feste Überzeugung davon haben, dass dieses Ding fliegen wird. Und diese Firma natürlich mittlerweile nicht nur mehr ihr Hauptgeschäft macht, sondern aus diesem Hauptgeschäft Cashflow eben sich daraus Geld leiht, um noch mehr Bitcoin zu kaufen. Ich habe auch in einem anderen Video auf meinem Kanal schon mal erklärt, gucke ich das gerne auch da nochmal an.
Da habe ich nämlich verglichen, wie Warren Buffett hat ja jetzt 60 Jahre sehr, sehr starkes Aktienportfolio aufgebaut mit Berkshire Hathaway. Und da vergleiche ich eben Michael Saylor mit Warren Buffett. Und Warren Buffett, wie gesagt, im Aktienmarkt eher unterwegs. Und Michael Saylor macht genau das jetzt eben im Kryptowährungsmarkt und fängt sehr, sehr früh an mit einer Assetklasse, wo Warren Buffett ja auch sehr, sehr früh in Aktien angefangen hat. Und wir wissen ja alle, wo das hingeführt hat. Der ist ja jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, 80 Milliarden schwer, einer der reichsten Menschen der Welt. Den Kurs fand ich auch ganz spannend von einer Twitterin, sag ich mal, die hier sagt, dass Krypto-Twitter, CT heißt Krypto-Twitter übrigens, sich in Singapur getroffen hat zu, glaube ich, einer Krypto-Konferenz und mittlerweile dort überall in einem Uber-Äquivalent, also in einem Taxi-Service, schon mit Krypto bezahlt werden und dass man in vielen Teilen von Singapur schon mit Krypto bezahlen kann tatsächlich. Und das ist natürlich, und Singapur ist einfach ein Tech-Early-Adopter, also da sind einfach die Tech-Firmen, die großen Tech-Firmen, die da viel voranbringen. Der Staat selber bringt dort viel voran und das bedeutet natürlich, weitere Staaten werden nachziehen. Es gibt jetzt schon Staaten, die Bitcoin als Staatswährung mit einführen oder als zumindest mal Staatssicherheit bzw. Treasury. Und auch das wird ein Riesenzeichen sein. Das Bild hier fand ich ganz spannend, wenn du es noch gar nicht so siehst. Ne? Das ist jetzt mal der Amount von, ich glaube, 2 Billionen, also ich glaube 2 Milliarden in Gold versus Bitcoin. Wenn du jetzt hier siehst du diesen kleinen Stick, das ist wahrscheinlich ein Trezor oder ein Ledger Cold Wallet. Du kannst genau diesen gleichen Wert in Gold quasi, in Geld, auf so einem kleinen Stick transportieren, über Grenzen hinweg und, was das für Möglichkeiten bedeutet. Und du kannst, versuch mal, so eine Menge an Gold in ein anderes Land zu transferieren, geschweige dann in einen anderen Kontinent. Das ist extrem kostenintensiv und hier mit Bitcoin kannst du das extrem einfach machen. Und die Firmen aktuell und die Staaten und die Länder, die springen gerade auf diesen Zug auf, dass sie das checken, was das für eine riesen Möglichkeit bedeutet. Spannend fand ich auch hier Trump auf einer, ich glaube, auf einer irgendeiner Konferenz oder irgendwo, wo dass er sagt, dass Krypto hat auf jeden Fall eine großartige Zukunft und vielleicht zahlen wir sogar unsere 500 Trillionen Schulden von USA in Krypto ab, was natürlich auch extrem gut für diesen Markt ist. Ein Indikator, warum wir noch relativ früh sind, zumindest in diesem Zyklus, ist auch wieder der Crypto Search Index für Google Trends. Hier mal der Vergleich 2021 bei 64.000 Bitcoin, wo wir am Hoch waren, das letzte Hoch quasi, hatten wir 100% quasi erreicht, also wirklich eine immense Suchanfrage und wir sind jetzt übrigens bei fast dem gleichen Preis, hier bei unter 25% Interesse-Trends an diesem Thema und das ist natürlich lustig. Und das wird natürlich nach und nach weiter hochsteigen und deswegen sage ich dir jetzt, dass es so wichtig ist, hier mit anzufangen und hier jetzt wirklich eine Überzeugung zu entwickeln, da auch wirklich dran zu bleiben, wenn du jetzt zum Beispiel investiert bist, dass du hier auf dem richtigen Pfad bist. Hier auch nochmal ein Bild, was die nächsten Wochen, Monate auf uns warten, 2016, vorletzte Bullrun, dann 2023 war zwar kein Bullrun, war das Pre-Bullrun, aber was auch so in dem September so passiert, ne? Also was, wo wir jetzt gerade sind und was danach passiert ist. Und du kannst dir ja mal überlegen, was das für dein Portfolio, was du vielleicht schon hast oder wenn du jetzt einsteigst, bedeuten würde. Hier auch nochmal anhand des Halvings, Bitcoin-Halving habe ich in anderen Videos erklärt, musst du jetzt nicht wissen oder vielleicht weißt du schon und falls nicht, guck dir dazu gerne meine Videos an, habe ich da schon erklärt, was nach den Halvings passiert. Wir haben das Halving ja im April gehabt und sind danach nochmal gedippt, nach dem Pre-Bull, sage ich mal, und werden dann eben extreme Gains jetzt quasi haben, extreme Profite in den nächsten Wochen und Monaten haben. Hier auch nochmal ein anderes Bild zu den Zyklen, Euphoria, Enger, bla, wo wir jetzt so durchgelaufen sind, Hope, Optimism, und wir sind jetzt, kommen jetzt langsam in den Belief, wo jetzt auch wieder Mainstream, also die große Masse tatsächlich den Glauben daran gewinnt, dass das eine gute Sache ist, wie in jedem Adaptionszyklen, hatte ich glaube ich im Video auch schon mal gezeigt, zum Dotcom quasi Zyklus, den es ja auch gab. Und genau das beschreitet jetzt eben Bitcoin in diesem Zyklus auch wieder und wir werden jetzt wieder diese Zyklen hier durchlaufen. Und wir sind jetzt eben genau in diesem Bereich hier gerade. Hier auch wieder von Kyle nochmal ein anderes Bild zu diesem ein bisschen genaueren Zyklus. Hier mal eben das Top dann den Bärenmarkt, dann Akkumulationsphase, dann das Halving, Pre-Bull. Und wir sind jetzt ungefähr hier und hier haben wir den richtigen Bullmarkt. Ne? Und das war eben 2014 bis 2017. Und jetzt haben wir quasi jetzt, wir haben das erlebt, wir haben den Pre-Bull gesehen, wir haben das Halving gesehen, sind jetzt schon ein bisschen hoch, sind jetzt wieder runtergegangen. Und wenn wir jetzt ungefähr hier sind, hier hat jetzt schon mal das Ziel mit 500.000. Das sehe ich ein bisschen sehr ambitioniert an, aber es ist alles möglich tatsächlich, je nachdem, was jetzt auf dem globalen Geldmarkt, was politisch passiert, kann da wirklich sowas so eintreten. Ich glaube eher konservativ, sage ich mal, 150 bis 200.000. Gut ambitioniert, sage ich mal, 250 bis 300.000. Und darüber ist natürlich, wäre natürlich top, aber ist mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit einzuschätzen. Ja, ich habe auch noch mehr von solchen Bildern. Also hier sind andere Darstellungen, auch mit verschiedenen Indikatoren. Und genau das haben wir jetzt eben gesehen. Will ich jetzt nicht nochmal zu. Eben zum Beispiel der Chande Momentum Oscillator. Brauchst jetzt auch nicht genau wissen, was das bedeutet. Aber es sind eben verschiedene Kennzahlen von verschiedenen Angles, verschiedenen Winkeln, die eben genau immer das Gleiche sagen. Er hat jetzt zum Beispiel auch ein Ziel von 350.000 eingepreist. Wie gesagt, es kann dazu kommen. 350.000 halte ich sogar noch für relativ realistisch. Und was dann passiert, werden wir dann einfach jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Hier ein ganz wichtiger Post vom Plan B, übrigens ein cooler Account, der hat auch einen YouTube-Account, kannst auch mal raufgehen. Das ist, glaube ich, ein Niederländer, der hier schon seit, glaube ich, seit über 10 Jahren auch wissenschaftliche Analysen macht. Und der sagt hier auch, es sind keine Bubbles, auch diese einzelnen extremen Bullenmärkte hier, dieser zum Beispiel dieser und dieser, sind keine Bubbles, sondern das sind einfach, ich will jetzt nicht zu tief in diese Sache reingehen, aber strukturelle Perioden, die wir genauso auch bei der Internetadaption gesehen haben, bei den Internetfirmen, bei Sachen wie zum Beispiel Yahoo natürlich, was runtergegangen ist, aber Google hat davon ganz stark profitiert.
Und er sagt einfach, wir sind nicht in einer großen Bubble, sondern wir sind einfach in einer großen Struktur. Viele sagen jetzt sogar, super Zeit, wird kommen. Und das werden wir jetzt einfach die nächsten Wochen bestätigt sehen oder eben nicht. Aber ich gehe stark davon aus, dass wir einen wirklich sehr, sehr starken Bullrun dieses Mal sehen. Hier nochmal eine Einschätzung von einem großen Fondsmanager bzw. von einer großen Investmentfirma, wann XCO predicts is going to, Bitcoin is going to 2,5. Ein XCO sagt voraus, dass Bitcoin bis zu 2,9 Millionen steigen kann. Ich habe auch schon Szenarien gesehen, wo Leute 5, 10, 15 Millionen sagen. Da sind wir, glaube ich, noch ein paar Jahre von entfernt. Wenn nicht sogar 5 bis 10, 15 Jahre. Aber auch das wäre ja eigentlich eine coole Sache, einfach mal ein bisschen Bitcoin zu akkumulieren über die nächsten Jahre. Und wenn du dann irgendwann mal da angekommen bist und mal ein Bitcoin hast, dann ist ja natürlich auch mega. Ja, auch nochmal spannend, das habe ich in einem anderen Video schon vor, ich glaube, vor einer Woche schon mal erzählt, dass die Bitcoin-Zyklen starten immer 170 Tage nach dem Halving und peaken circa 310 Tage nach diesem dann. Wo sind wir gerade? 152 Tage nach dem Halving, also nur noch 18 Tage vor dem predicted Bullrun. Also ich sagte hier genau das, was die ganzen Kriterien, ganzen Sachen, die ich die ganzen letzten Minuten schon erzählt habe, auf eins hindeuten. Nämlich auch solche News hier. 2 Trillionen Dollar BNY Mellon Bank hat SEC-Approval bekommen, um Bitcoin für seine Kunden quasi zu halten. Das ist auch extrem stark. Wir haben ja auch Anfang des Jahres schon den Bitcoin-ETF gesehen, auch den Ethereum-ETF-Start schon gesehen. Also wir werden hier in den nächsten Wochen, Monaten noch mehr solcher guten News sehen. Und mit den US-Wahlen natürlich auch nochmal eine ganz krasse andere Entwicklung dazu. Hier auch nochmal der Post, den ich mir vorhin meinte, Michael Saylor ist der new Warren Buffett, like if you agree, ja. Aus meiner Sicht ist hier Michael Saylor nicht ganz der neue Warren Buffett, weil er ist ja so ein Bitcoin-Maxi, der macht ja nur Bitcoin tatsächlich. Deswegen würde ich hier eher nochmal andere Personen eigentlich nennen, aber er geht in diese Richtung, dass man sehr, sehr früh so eine neue Asset-Klasse adoptiert und diese dann eben für sich nutzt über ganz langen Zeitraum. Der investiert nicht für ein, zwei Jahre, um dann was auszucashen, sondern der investiert hier wirklich über vermutlich mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, um sich, und das ist glaube ich auch sein Ziel, was er jetzt glaube ich schon zum Teil macht, sich gegen Bitcoin wieder Geld zu leihen, um dann wieder andere Investments zu tätigen, um ohne Bitcoin selber zu verkaufen, was auch mal mein Ziel sein wird. Auch hier der CEO von BlackRock sagt ja auch, dass tatsächlich sie sich vorbereiten für diese 35 Trillionen Dollar Krise, die USA gerade vorherrscht, dass sie immer mehr und mehr Schulden machen, ohne sie zurückzuzahlen, und das natürlich den Dollar auch in Schwierigkeiten bringt, dass sie sich darauf vorbereiten, das mit dem Bitcoin quasi zu gegenzuwirken. Auch hier nochmal die gleichen News, die ich gerade schon hatte von einem anderen Account, also das, man sieht es gerade auf Twitter überall. Auch nochmal eine andere Bank hier, 280 Billionen, Singapore's largest bank, das heißt Bitcoin ist a bit like digital gold. You might want to allocate. Finde ich auch ganz spannend. Also, was meint er damit? You might want to allocate. Naja, du might. Du möchtest also vermutlich etwas zumindest von Bitcoin und Kryptowährung in deinem Portfolio haben, um das hier nicht wirklich zu verpassen. Hier auch nochmal eine andere Darstellung wieder vom Kyle. Ich finde solche Darstellungen einfach so einprägsam und wie man sich dann auch ans Verkaufen rantasten kann. Da habe ich auch nochmal extra Videos gemacht auf meinem Kanal. Guck die nochmal an, das will ich jetzt nicht mal sagen, aber hier Bärenmarkt, Pre-Bull, First Bull quasi, ein kleiner Links. Dann nochmal so ein Rücksetzer. Wir haben jetzt wir sind jetzt im First Mini-Bull, sage ich mal, und der große wird jetzt die nächsten Wochen tatsächlich kommen. Und von der Geldmenge oder von der Geldsituation, von der Schuldensituation weltweit. Also China hat auch jetzt angefangen, Start Printing bedeutet, sie haben eben die Zinsen runtergesenkt und bedeutet natürlich, dass sie mehr Geld schaffen werden und die Inflation wieder steigen wird. Die USA macht das Gleiche und wir wissen alle, was als nächstes kommt. Biggest Bull Run ever. Und ich glaube wirklich, dass es diesmal wirklich noch viel, viel krasser wird als die letzten Bull Runs schon, die ich sogar miterlebt habe, wo die mich auch schon sehr, sehr überrascht haben. Aber ich glaube, diesmal werden wir noch alle noch mal ganz krass überrascht. Und hier sagt auch nochmal Chainmind, wir starten in 10 Tagen, auch wieder diese 161 Tage, es differiert immer um ein paar Tage, dass wir gar nicht mehr so weit weg sind von diesem richtigen Start. Und er sagt hier, die richtigen Altcoins zu kaufen ist jetzt eben wichtig. Und nicht nur Bitcoin auch ganz gut, ist auch noch ein ganz guter Preis auf eine längere Zeitline hingesicht. Aber der Kanal hier fokussiert sich ja und auch meine Community auf Squirrel.com, wie gesagt, Link ist in der Beschreibung, fokussiert sich eben eher auch auf Altcoins, gerade in diesem Zeitalter. Gerade Altcoins aus dem AI, künstliche Intelligenzmarkt und aus dem Gamingmarkt. Da habe ich nochmal eigene Videos zu diesen einzelnen Märkten gemacht und zu den einzelnen Projekten. Guckt da unbedingt mal rein und er sagt tatsächlich, ein 5000 Euro Portfolio kann hier tatsächlich bei 2025 zum 250.000 Portfolio werden. Das ist natürlich wirklich schon krass. Also da muss man schon den richtigen Riecher haben. Aber ich glaube hier ganz konservativ. Also das habe ich schon jetzt bei den Leuten, die in der Community sind und natürlich bei mir selber auch schon gesehen, dass wir ganz konservativ auf jeden Fall 5 bis 15x gut erreichen können, auch wenn wir hier vielleicht nicht zu risikoreich reingehen. Wie gesagt, und die richtigen Altcoins, die du hier kaufen kannst, teilen wir auf jeden Fall auch natürlich auf dem Kanal hier. Aber frühzeitiger tatsächlich hörst du davon und in der Community auf School natürlich. Aber jetzt genug davon. Hier nochmal vom Alex Becker auch ein ganz spannender Tweet. Kannst du dir alles mal durchlesen. Aber er sagt auch wieder, Google Search Volume ist hier quasi auf einem All-Time-Low, sage ich mal, seit 2021. Wir haben jetzt hier den Pre-Bull gehabt,
beziehungsweise letztes Jahr, und jetzt sind wir hier bei irgendwie um die 20%. Ist natürlich extrem, dass wir immer noch sehr, sehr früh dran sind, die großen Massen noch nicht da sind und wir trotzdem schon so extrem gute Kurse haben, aber immer noch gute Einstiegsmöglichkeiten. Jetzt streue ich hier nochmal den finanziellen Bildungsteil mit ein, auch wenn Christian Lindner manchmal ein bisschen kontrovers ist, sagt er, was nicht falsch ist. Also solides Wissen über Geld und Geldanlage ist eine Basis für gute Startchancen im Leben. Umso wichtiger ist es, dass die Stärkung von Finanzbildung und Aktienkultur Teil der Wachstumsinitiative ist. Also die wollen jetzt tatsächlich auch finanzielle Bildung mehr und mehr rausbringen und auch, er schlägt eine Aktienrente vor und da auch mehr und mehr tun. Wie gut das alles jetzt ist, sei mal dahingestellt, aber die Message ist die gleiche tatsächlich, die ich ja auch immer voranschreibe. Aus meiner Sicht ist das Wichtigste, was du tun kannst, am Anfang, wenn du Geld verdienst, sich damit auseinanderzusetzen, wie du mit dem Geld am besten hantierst und wie du am besten investierst. Und genau das machen wir, wie gesagt, in unserer Community auch. Davon jetzt genug erzählt, aber ich kann dir nur das sagen, du solltest dich jetzt um dieses Thema kümmern und gerade auch Kryptowährungen, Bitcoin wird in den nächsten Jahren, du kommst nicht mehr drum rum aus meiner Sicht. Ja, und hier nochmal, das habe ich jetzt gerade nochmal gefunden, dass China 500 Milliarden Yuan in die Economy reinhaut und wie gesagt, die Rate Cuts kommen. Also wir wissen alle, was das bedeutet. Leute, die gute Geld verdienen, Leute, denen es gut geht, die werden eben in solche Assetklassen wie eben Bitcoin investieren, gerade in solchen Zeiten, wenn die Zinsen wieder niedrig sind und vielleicht aber Inflation hochgeht. Denn wir wissen ja alle, Bitcoin ist ein deflationäres Asset. Hier nochmal ein ganz spannendes Chart auch jetzt zu dem Global Liquidity Index. Also was bedeutet Liquidität? Also quasi was Geld, die Geldmenge, die zur Verfügung ist, zum Investieren. Und wir sehen hier immer, dass diese quasi zusammen mit dem Bitcoin korreliert. Also wir haben die letzten Zyklen hier gesehen. Und sobald diese steigt, steigt auch der Bitcoin-Kurs kurz danach an. Und wir sehen jetzt hier gerade, dass hier der Liquidity Index gerade am Steigen ist. Und was das bedeutet, haben wir halt hier gesehen und haben wir auch hier gesehen. Wenn der steigt, massiv steigt, dann geht auch der Bitcoin-Kurs massiv nach oben. Und das können wir uns auf die nächsten Tage und Wochen tatsächlich darauf freuen, dass das noch mehr so sein wird. Und jetzt abschließend noch ein richtig cooles Ding, was ich jetzt gerade erst gefunden habe von Michael Saylor. Congress believes banks should be able to custody Bitcoin. Also der Kongress, der US-Kongress denkt, dass Banken befähigt werden sollten, tatsächlich Bitcoin zu halten. Hier hat er schon ein Dokument angehangen, wo die ganzen Congressmen wahrscheinlich schon unterschrieben haben. Also das wird kommen und was das bedeutet, was das für den neuen Bitcoin-Preis bedeutet, wissen wir auch alle.